Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Final Fantasy. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los. Und zwar gehen wir zu den netten Herren hier am Fluss und schauen mal, was er für uns hat. Oh, das ist Angeln. Mensch, Junge, dass wir uns hier treffen, muss Schicksal sein. Hier gibt's einen Fisch zu fangen, von dem wirklich jeder Angler träumt. Und zwar? Die Kirschkampfforelle. Bei der ist es mit einem Köder allein nicht getan. Wie meinst du das? Naja, dieser Fisch beißt nur am Morgen und Abend an. Um den an Land zu ziehen, brauchst du Geduld. Eine ganze Menge. Probier's mal. Gibt auch wieder eine Belohnung von mir. So gut wie gefangen. Ha, das wollte ich hören. Ich drück dir die Daumen, Junge. Du schaffst das schon. Am Morgen oder am Abend Kirschkampfforelle fangen. Das Gute ist, wir haben morgen. Ja, warum haben wir morgen? Weil wir morgen haben. Wie war denn das? Das ist es nicht. Nein. Das war eigentlich nicht der Plan. Aber schauen wir mal. Hier. So, genau, die Schnur tauschen wir einmal aus. Ne, haben wir noch gute Schnur. Jetzt brauchen wir nur den richtigen Köder. Was werden wir für einen brauchen? Wir haben ja eben diesen einen da gefangen, gesammelt. Hier, den hier, oder? War das der hier? Fatales Runde. Ne, das ist glaube ich nicht. Ist der? Tom Berry. Mokri. Das war den wir gerade gesammelt haben. So. War interessiert. Ich finde da nicht so interessant. Okay, vielleicht müssen wir doch einen anderen Köder probieren. Hat zwar geguckt, aber fand er auch nicht so interessant. Probier erstmal meinen Chocobo-Küken. Findet er überhaupt nicht interessant. Okay,
Den finde ich auch nicht gut. Da ist ja immer noch am besten der eine, den wir hatten bisher. Weiß nicht, wie ich den dann so kriege, dass er nicht will. Nee, irgendwie komisch. Jetzt haben sie immer weniger Interesse für mich. Schade. So denn? Ich bin doch super sympathico. Ich würde sagen, das unterbrechen wir jetzt mal. Ich weiß auch nicht. Da müssen wir später vielleicht nochmal gucken, was wir für den brauchen, als damit das interessant wird für ihn. Bisschen Frust kämpfen. Ein Krokodil. Ein schneller Krokodil. War's schon. Schneller Krokodil. Gehen wir. Jo. Krokodil. Oh, was ist das? Seeteufel. Seeteufel heißen die. Aha. Das ist auch noch. Sehr gut. Bam! Oh, so viele Scharfschützen auf mich gerüstet. Nein, den letzten habe ich gefailt. Der lebt noch, oder was? Ich glaub, weiter geht's. Steinsucher können sie bauen. Schöne Quest. Oh, was haben wir da? Sind das die schon? Könnte das der Transporter sein? Geben wir uns gegenseitig Deckung? Noct? Natürlich. Basta! Das war's schon. Das ist ein schöner Transporter. Wieso stellt man den hier so in den Fall? Jetzt müssen wir nur noch abliefern. Lass uns keine Zeit verlieren. Schön. Dann haben wir das nämlich auch. Gehen wir noch ein bisschen weiter in den Norden. Da haben wir nämlich auch noch eine Quest. Über dir.
Wo? Ich sehe sie nicht. Sollen sie doch kommen. Also, was ist jetzt hier? Hey, hinter dir sind Feinde. Leute, bleibt wachsam. Der auch noch. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Los geht's. Wie ist hier mit? Vortrefflich. Echtes Teamwork. Auf geht's! Los, noch! Okay! Zu den Guten! Schon vergessen? War keine Absicht! Keine Chance! Glückskeks, hast ihn erwischt. Aber nur einmal. Wow! Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Ah. Uns mal suchen. Steine, wo seid ihr? Der Kerl lässt uns echt ganz schön schuften. Was? Das war alles. Was suchen wir denn? Ach, das sind diese Steine für diesen komischen Typ. Bestimmt da oben, toll. Aber man kommt eigentlich ganz gut hoch, okay. Au! Ich komme hier nicht raus! Das sieht doch nach einem guten Stein hier aus, oder? Jetzt müssen wir das nur noch abliefern. Geil! Super nice! Ich glaube, jetzt haben wir hier alles im Westen fertig soweit. Schauen wir mal. Das bleibt alles erstmal aus. Das ist mit den Fröschen, das bleibt aus. Das ist jetzt diese komische Angelquest. Kirschkampforelle. Zwischen Stein und Fels müssen wir auslassen. Das ist jetzt das, was wir hier alles in dieser Stadt abgeben können. Das ist ordentlich viel. Das müssen wir auch dann demnächst noch machen. An den Stein unten abliefern. Die hinten dann darüber. Genau. Kühnheit auf Rädern. Das
Müssen wir vielleicht das... Ah ne, da kommen wir noch nicht hin, weil die Türen noch zu sind. Da kommen wir noch nicht hin. Okay, dann zurück zum Regalia. Auf zur Stadt Nummer 1, dann Stadt Nummer 2 und dann Stadt Nummer 3. Das ist heute unsere Aufgabe. Dann machen wir einen letzten Halt bei Sydney. Genau, Parkplatz. Was ist denn hier? Lestalum. Lestalum! Da fahren wir jetzt hin. Ratzfatz. Geben die Quests dort ab. Dann fahren wir nach Süden. Zum Hafen, geben den Stein ab und dann fahren wir zu Sydney. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Da können wir wahrscheinlich auch ein bisschen was machen. Dann sind wir mit der Woche auch schon an Folgen fertig. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Und dann werde ich mich wahrscheinlich mal um neue Ausrüstung kümmern. Ah, warte. Die Fotoquest gibt man ja hier unten noch. Wo ist er denn? Da, den kann man nicht übersehen, den Specki. Willkommen zurück! Habt ihr ein paar tolle Fotos für mich? Reichen die hier aus? Ja, die sind jetzt eigentlich nicht so weltbewegend, ne? Naja. Ja, sehr gut getroffen. Ein Glück, mir fällt ein Stein vom Herzen. Um ehrlich zu sein, ist diese Sonderausgabe eine Art Alleingang von mir. Wenn ich dann mit schlechten Bildern komme, stehe ich doof vor meinen Mitarbeitern da. Hast du in der Firma eine Menge zu sagen? Ja, ich bin der Direktor. Was? Vorstandsführender Direktor von Meteor Media. Sieht man mir das nicht an? Nee. Du bist aber direkt. Aber lasst euch von meiner Position nicht einschüchtern und helft mir schön weiter. Gerne. Ich nehme dann an, dann hat er wahrscheinlich noch weitere Bilder für uns. Aber das waren jetzt wenige EPs, aber viel Geld, oder? Ah, 10.000. Hey, mein rasender Reporter, hab Arbeit für euch. Wie sieht's aus? Klar, machen wir. Auch diesmal brauche ich wieder Fotos für meine Sonderausgabe. Und zwar geht es um das Königsgrab, das im Trümmerheim verborgen sein soll. Ich dachte, es geht um Götter. Wie? Ist dir etwa neu, dass das luzische Königshaus mit den Göttern und Legenden verwoben ist? Ist ein ziemlich gefährlicher Ort. Packt ihr das? Ja. Kein Freund von vielen Worten, was? Jedenfalls brauche ich auch ein Foto vom Tor dort. Das wird toller Stoff für einen Bericht über das Vermächtnis der luzischen Könige. Easy. Trümmerhain. Wo ist denn das? Aha. Level 14. Pff. Ist ja super easy. Und da kriegt man ein neues Schwert, oder was? Okay. Ist jetzt nicht so wild, ne? Okay. Jetzt gehen wir hier die ganzen Quests hier im Ort ab. Was ist der Gang? Nee, nächster, ne? Ein Jungfernkuss. Wie romantisch. Wolltest du das hier? Besten Dank. Weiß ich zu schätzen. Hast du noch was? Tatsache. Ah, du bist's. Hi. Ich bräuchte mal wieder was. Aber nur, wenn du Zeit hast. Machen wir, kein Problem. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Hoffentlich macht uns hier nichts zusammen. Aber ganz kurz ein Fragezeichen, gell?
Schau mal ganz kurz, wo das ist. Oha. Ah, da hinten, okay. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das greift immer irgendwie so ein bisschen alles miteinander zusammen, gell? Das ist eigentlich schön gelöst. So, dann mal ran ans Werk. Tut das weh? Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. So, mein Freund. Ja, war das nicht hier? Ach, da drüben bei dem. Aha. Asche weg, Mann! Den? Ist das deine Lieferung? Ja, das ist sie in der Tat. Ach, das war mit dem Wagen. Gerade noch rechtzeitig. Sah mich den Laden schon dicht machen. Bitteschön. Hat er dann noch was? Wahrscheinlich hat er dann auch noch weitere Aufgaben für uns. Aber schauen wir mal. Ich warte schon wieder auf eine Lieferung. Du kennst natürlich den Drill. Transporter finden, Waren bergen. Kein Problem. Mal gucken, wo das jetzt sein soll. Aha. Das liegt ja schon fast auf dem Weg. So, ja, dann würde ich sagen, leider schafft man das heute dann nicht alles. Müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Würden Sie sofort ein Like da lassen. Wir sehen uns nächste Woche. In frischer. Tschüss.